Hallo und willkommen zu Icarus, viertes Beta-Wochenende. Ich habe die Nacht so weit rumgebracht, wir haben es jetzt 5 Uhr, 6 Uhr. Jo, 6 Uhr haben wir es jetzt. Sehr schön. Und ja, wie ihr seht, es wird langsam Tag. Seht ihr noch nicht, aber es wird langsam Tag. So, ich habe gestern in der Nacht schon ein paar Ressourcen geholt für uns. Einfach, dass wir ein paar haben. Ich würde gerne noch ein paar Pfeile machen. Was brauche ich denn alles dafür? Gerade mal kurz gucken. Pfeile. Was können wir denn max machen? 70 sind vielleicht ein Ticket zu viel. Machen wir 35. Dann haben wir 50 Stück im Sack. Ich denke, das ist nicht so schlecht. So, ein bisschen Fleisch haben wir auch noch auf dem Grill. 3 Stücken. Was macht denn eigentlich unser Hunger gerade? Der Hunger geht, Durst geht auch. So, Technikbaum. Wir haben ja noch 32 Punkte, die wir verbraten können. Jetzt gucken wir mal rein hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Regenauffangbecken weiß ich noch nicht. Ah, das ist das Befüllding. Das ist auch geil. Das will ich auch. Steinhochofen. Okay. So ein Schrank wäre natürlich später auf jeden Fall auch sehr geil. Aber ich will mal kurz gucken, was ist denn das? Der Textilbench. Die nehmen wir mit. Kräuterbank, Zimmermann. Hier, Zimmermann ist natürlich auch geil. Wo kommt denn, gibt es nicht eine Steinmetz? Was ist das hier? Steinbalken, Steinboden. Ah ja, hier. Bank für Steinmetz arbeiten. Steinboden. Wand. Dach. Treppe. Tür, Seitenteil, Schrägdach, verstecktes Fenster und den Block nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir zumindest das Thema auch soweit schon mal erschlagen. Dann könnten wir, müssen wir mal gucken, können wir. Oh, ich habe unten in der Taskleiste, sage ich schon, hier unten in der Leiste ja noch ganz viel Zeug drin. Oje, oje, oje. Kann ich das stacken? Nicht wirklich, ne? So, dann haben wir hier noch. Knochen. Und dann habe ich hier auch noch... Knochen geht schon nicht mehr rein. Habe ich irgendwie 300 Holz? Ey, brutal, oder? Die Dinger, kann man die irgendwie loswerden? Kann man die eigentlich... zerstören? Da. Das wollte ich. So. Dann habe ich jetzt hier unten aber immer noch einen Arsch voll Holz. Gucken wir mal, kriegen wir das da noch rein? Nee, den Rest schmeiße ich dann einfach ins Lagerfeuer mal. So, zerstören. Haben wir da noch Platz? Ajo. So, wunderbar. Ja, spitze. Jetzt haben wir nur noch Seile im Sack. Und können wir die noch rauswerfen? Wir bräuchten eigentlich schon eine zweite Kiste, ne? So, lasst uns mal kurz schauen. Wir brauchen auf jeden Fall den Schlafsack. Dafür brauchen wir noch 20 Felle und dafür müssen wir jagen gehen. Das machen wir jetzt. Weil ohne Schlafsack geht gar nicht. Na, wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen was kahl rasiert. Bam! Treffer. Ja, kommt er nochmal zurück. Wünschenswert wäre es ja, ne? Sag mal. Super. Oh, jetzt ist der Bogen natürlich durch. War ja klar. Ja, manchmal hast du Glück und manchmal eben halt nicht. So, Repair. Jetzt ist der Hirsch natürlich auf und davon, ne? Da ist aber auch einer.
Ja, voll in die Nase. Red Nose Day. Okay, prima. Dann holen wir uns mal hier Zeug. Ah, Spitze. Hier. Das braucht man nämlich. Ohne Ende. Super, so. Jetzt schnappen wir uns hier noch das Zeug. Oh. Also, heute leuchtet's mit den Nasenschüssen, hä? Alter Latz. Brutal. Sag, du darfst gern deines Weges ziehen, wenn du magst. So, zack. Ja, ich würde sagen, der Jagdausflug, der Loge, Ausflug vor allem, ich meine, jetzt ist das Messer am Arsch, sag mal. Läuft hier, ne? Ja, ich würde sagen, die Jagdsaison ist eröffnet, ne? Hier war doch irgendwo noch ein... Sag mal, willst du nicht weiterrennen? Hallo, soll ich dich ein bisschen schieben? Ich hatte hier doch irgendwo... Ach, da. Was brauche ich da? Stein, den habe ich nicht. Liegt hier gerade irgendwo einer rum? Jo. Ja, jetzt steht das Rehkitz da rum. Das ist ja auch affig, ne? So, 5 haben wir erst. Oje, oje, oje. Das wird eine lange Jagdsaison heute. So, schauen wir mal, ob wir uns noch was einfangen können. Können wir. Ich würde sagen, es läuft heute ganz gut eigentlich. Jagdtechnisch geht's eigentlich. Na, mal noch einen Stein einsacken für den Fall, dass hier wieder was am Arsch geht. Wunderbar. 20 Fälle für so einen Schlafsack ist aber auch bitter, ne? Muss ich sagen. Ja, und der Plan ist natürlich, wir wollen so schnell wie möglich mal ein Steinhaus haben. Weil ich habe irgendwie so ganz wenig Bock auf Feuer. Da ist schon wieder eine Ziege. Warum gibt es nicht hier nur Ziegen? Sag mal. Wow, krasser Schuss. So, der will nicht down gehen, hm? So, jetzt aber. Also heute habe ich es mit Nasenschiss. Würde ich behaupten, ey. Ja, geile Sache. Komm, dann holen wir den da hinten auch noch. Oh, diesmal kein Nasenschuss. Was ist los? Oh, Hasen sind eigentlich sehr geil. Die bringen 3 Fell, habe ich gerade gesehen. Richtig? Allerlatz. Okay. Interessant, dass ein Hase mehr Fell bringt. Was bringt denn so ein Hirsch? Aber der bringt ja nur 1 oder 2 oder so, gell?
Muss mal schnell schauen hier. Ja, der bringt nur eins. Aber dafür halt mehr Leder, ne? Okay, so, reparieren. So, dann nehmen wir den da oben auch noch mit. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von Fell. So, alles nehmen. Ja, du warst nicht schnell genug. Dein Hirschfreund schon. Der hat dich einfach zurückgelassen. Finde ich denn das, ey. So, dann häuten wir mal auch den Haus hier. Den schleppe ich nämlich schon der ganze. Guck, der bringt 3. Das ist natürlich mega. Was ist hier los? Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir lassen die Rehkitzen, die lassen wir. Die lassen wir. Komm mir da mal so scheppig bei vor, wenn du die ganzen Rehkitze mit wegballerst. Das muss ja jetzt auch nicht sein, ne? So. Dann ist das Messer schon wieder durch. Eieieiei. Wie viel haben wir denn jetzt? 17. Ein bisschen was haben wir auch noch auf Tesche. Tesche. Ich weiß nicht, ob wir noch Fell brauchen, aber wie gesagt, ich würde mir jetzt als erstes echt gerne den Schlagsack machen. Knochen dürfen wir jetzt auch ein paar zusammen haben. Demnach könnten wir ja auch ein paar Knochenpfeile machen, ne? Ja. Wunderbar. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit, komm. Ah, guck, das Kitz ist schlau. Ah, da haben wir auch ein bisschen was an Fleisch zusammen. Sehr gut. Ich würde sagen, der Jagdausflug, der hat sich schon gelohnt, ne? Lalalala. Jagdsimulator 2021. Das macht eigentlich unser Sauerstoff. Gehen wir nochmal reinballern und die haben Durst. Wir haben Durst, wir haben Durst. So, Durst ist aufgefüllt. Oh, der Hase wäre aber geil. So. Dann haben wir das soweit erledigt. Die nehmen wir noch mit. Nehme ich. Danke. Ja, knochentechnisch hat es sich auf jeden Fall auch gelohnt. Und dann haben wir hier nochmal ordentlich Fell, das ist auch gut. Ja, nochmal 3 Stück. Mega. Wunderbar. Ich bin eigentlich sehr zufrieden heute. Der Tag läuft soweit mal. Ja, den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Ich weiß, aber irgendwie gefühlstechnisch läuft es ja echt ganz nice. So. Ordentlich Fleisch rüber. Fleisch rüber, dann können wir hier mal eins essen. Ach komm, gönn dir. Gönn dir, so. Wunderbar, so, Schlafsack wollen wir machen. Herstellung, hier haben wir ihn. Schlafsack herstellen. Darf man den eigentlich auch in eine Höhle legen? Das ist eine gute Frage, ne? Ah jo, guck mal, man kann den auch in eine Höhle reinlegen.
Das ist ja auch cool. Sollen wir das machen? Ja, warum nicht, ne? Ah ja, cool. So. Kann man da eigentlich auch eine Tür reinbauen? Das wäre ja auch geil, oder? Scheiße, wir hätten den Eingang ein Stück versetzen sollen. Dann wäre es hier wahrscheinlich richtig gesnappt sogar. Gut, sei es drum. So. Oder eine große Tür. Lass uns mal kurz gucken. Eigentlich völlig unnötig, aber fände ich trotzdem irgendwie geil. Herstellung, hier wollte ich eigentlich hin. Wir brauchen Holz. Holz haben wir. Herstellung. Ja, ich weiß, man hat ja eigentlich ein bisschen Zeitdruck, aber ich will das echt so ein bisschen als gemütliche Runde nutzen. Solange es noch Beta ist und wir uns auch so schnicki-schnacki erlauben können und wollen. Ja, dann wollen wir mal gucken. So. Ist das richtig rum? Nee. Ah ja, cool. Jetzt glaubt er aber, dass ich hier noch Türen reinmache. Zwei Stück, ne? Herstellen. Ach, ich kann nur eins. Und dann fehlt uns Kordel. Kordel, Kordel, Kordel. Haben wir noch Kordel? Jo, Kordel haben wir noch. So. Dann haben wir es aber auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Eine Werkbank brauchen wir als nächstes. Das machen wir uns dann auch gleich. Weil es ist eigentlich ganz cool, finde ich, dass wir es da reinsetzen können. Ah ja, wie nice ist das bitte? So als Backup, ne? Für den Fall, dass irgendwas ist, können wir uns da schnell reinflüchten. Voll der Geheimgang. Cool, so, freut mich. Jetzt lass uns mal schauen, Werkbank. Was hatte ich gesagt? Holz und Steine brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir beides vorrätig, Holz und Steine. Nehmen wir gleich ein bisschen mehr mit. So, und dann zimmern wir uns hier mal die Werkbank. Flupp. Geile Sache. So, die Werkbank, die würde ich einfach mal hier hin machen, weil sie da gut hinpasst. Oder? Könnten sie natürlich auch dahin machen. Jo. So, lass uns mal reinschauen. Textil. Steinmetz arbeiten. Dafür brauchen wir Nägel. Eisennägel. Also brauchen wir erst den Hochofen, ne? Jo, komm, herstellen. Gut, dass du schon ein bisschen Material gestern geholt hast. Mega gut. So, das ist der Hochofen. Den Hochofen. Passt ja der zufällig dahin? Leider nicht mehr. Schade, schade. Dann müssen wir da aber wenigstens noch eine Kiste dazustellen. Aber wir können ihn doch hier neben dran stellen, oder? So. Jo, Eisen brauchen wir. Jetzt brauchen wir erstmal eine Fackel. Lass uns mal eine Fackel machen. Kordel und Sticks hier. Kordeln. Kordeln. Und Sticks. Den da machen wir uns auch mal. Den können wir dann, beziehungsweise... Warte mal, bevor wir das machen, könnten wir eigentlich noch eine schnelle Kiste herstellen. Dann machen wir eine Fackel. So einen Ausschläger. Und dann schmeiße ich schnell die Kiste her. Nee. Jo. So, und da machen wir den Ausschläger rein. Prima. Und dann schmeiße ich mal das, das. Das, 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 das und das darüber und das auch. Wie sieht's denn mit Hunger, Durst aus? Gut. Sauerstoff ist auch gut. Okay. Dann würde ich sagen... Schauen wir doch mal hier rein, oder? Achso, vielleicht soll das Ding auch mal anzünden, ne? Ah, so. Stimmt. Ich dachte, man muss es irgendwie im Feuer machen.
So, dann gucken wir mal hier. Ja, wie immer, wunderschöne Höhle. Bisschen dunkel, wie immer. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist schon Eisen, oder? Jo, Eisen. Eine Taschenlampe wäre geil, ne? Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Tickel dich da rangehen, wa? Okay. Ja, immerhin. Eisen läuft schon mal. Was war das hier nochmal? Das können wir ja nicht abbauen. Ne, können wir nicht. Ah, hier ist nochmal Eisen. Oh, läuft. Zweite Folge und schon am Eisenfahren. Das ist ja mega. Gut, das ist jetzt aber auch Glück gewesen, dass wir wissen, wo die Höhle ist, ne? Fitzel, den will ich noch. Ah, wunderbar. Kriegen wir den Fitzel auf? Nee, den. Was? Wasserquelle? Ah, guck mal. Ah, hier können wir sogar Apps trinken. Ja, stimmt ja. Sehr gut. So, jetzt klettern wir mal hier ein bisschen. Komm, kann man da hinten rum? Nee, ne? Aber da kann man doch irgendwie rum. Ah, und hier haben wir auch nochmal Eisen. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, es läuft hier auf jeden Fall. Was haben wir hier? Kupfer. Ah ja, Kupfer können wir auch. Oh, mega. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Kupfer mit. Nicht auch Standfackeln? Dann könnte man mal hier ein bisschen Licht machen. Das wäre natürlich auch geil, ne? Okay. So, den hier würde ich natürlich auch gerne noch mitnehmen. Okay. Ich würde sagen, es läuft ganz gut, oder? Was haben wir hier nochmal? Eisen? Geil. Ui, sogar ein richtiger Brocken.
Okay, ja, nice. Was ist das da drüben? Golderz. Oh, Golderz können wir auch schon einsammeln. Krass. Oh, mir ist irgendwie kalt, ne? Wo geht's denn hier da? Oh je. Hier drin geht's ja super. So, dann würde ich aber sagen, wir machen uns hier mal kurz raus. Wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen Zeug zusammen. Nice. Ja, dann können wir gleich den Schmelzofen anschmeißen. Super cool. Ach, das war doch schön. So, wir brauchen bestimmt Holz. Holz. Oh. Zack. Ja, und dann läuft der Freund durch. Ja, super geil. Super geil. So, Bank, dafür brauchen wir auf jeden Fall Nägel und Seil. Seil, dafür brauchen wir Fasern. Komm, wir machen mal Rad. Wir haben nur noch wenig Fasern. Das heißt, wir sollten mal Fasern ein bisschen sammeln gehen. Max 8 Stück. Die machen wir gleich mal. Regen ist angesagt. Das ist ja widerlich. So. Jetzt könnten wir eigentlich auch das Sauerstoffding hier noch. Oh Gott, das mit der Ausdauer, gell? Das hat was mit der zerlöcherten Lunge zu tun. Warte mal. Jo. Die Maschine würde ich auch gern machen, dass wir Sauerstoff wieder rumschleppen können. Spitze. So, jetzt lass uns aber noch ein paar Fasern holen hier, bevor es richtig bitter wird, das Wetter. Das Zeug eigentlich alles nach oder bleibt das dann so kahl? Da bin ich auch mal gespannt. So, machen wir uns mal zurück. Sturm incoming. Super. Das da finde ich ein bisschen doof, dass es fliegt eigentlich. Muss ich mal kurz wegmachen, das macht mich narrisch. So. Voll der Kunstfehler hier. Okay, rein in die gute Stube. Zack. So, jetzt können wir uns hier... Wie viel können wir denn jetzt theoretisch? 38. Dann würde ich sagen, wir machen mal noch 18 Stück. Brauchen tun wir sie bestimmt. So, dann haben wir soweit Holz, Leder, Nägel. Wir brauchen Nägel. Und lass mich raten, für den Nägel brauchen wir Amboss und für den Amboss brauchen wir 40 Eisenbahnen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Naja, schmelzt noch. Vielleicht kriegen wir es gerade so zusammen. Ich bin gespannt.
So, wir können auch mal gucken. Im Talentbaum kann ich auch schon wieder ein bisschen was verbraten. Erhöhter Ertrag, das haben wir schon. Metallbau, das wäre natürlich auch ganz geil. Nichts verschwendet. Steinschleuder. Mhm. Wir gucken mal auf die Solo. Solo, Solo. Kampf. Wäre natürlich auch zu überlegen. So, lass uns mal kurz gucken. Will ich was aus dem Solo-Baum? Ausdauernd leben wäre natürlich schon geil, ne? Komm, wir machen das mal so. Dann haben wir nämlich ein bisschen was hier uns geschnappt. Aber wie gesagt, als nächstes würde ich mal ein bisschen auf Kampf gehen, glaube ich. Schnelles Nachladen oder so zeigt. Müssen wir mal gucken. Gewandter Bogenschütze. Weil ich finde, Bogenschießen macht echt Spaß in dem Spiel. So, schauen wir mal. Na, 40 könnte knapp werden, ne? Wir könnten nochmal reinluschen, ob wir noch was finden. Weil wir brauchen ja dann im Anschluss auch noch die Nägel, ne? Wir hätten vielleicht noch was essen sollen. Zum Glück ist nicht so weit. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. So, Nahrung ist wieder voll. Wunderbar. Ah, das mit den zerlöcherten Lungen, das ist echt fies, ne? So, oh, hier gibt es noch Eisen. Da holen wir mal noch ein bisschen was. Bisschen ist gut, unsere Ausdauer steht ja auch nicht lang mit. Das ist eine Kacke. So, den Freund noch. So, wie viel waren es jetzt? Na, immer noch mal ein 50er Stack, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Oh, ist das fies mit dem Mini-Ausdauerbalken. Heieieiei. So, der läuft hier noch. Zack, zack. 50 Stück haben wir rausgekriegt, na immerhin, ne? Immerhin. So, was sagt's Wetter? Wetter sagt, gleich wieder besser. Sehr gut. Na, gucken wir mal. Brauchen wir noch irgendwas an Ausrüstung gerade? Wie sieht denn der Bestand an Teilen aus? Da haben wir noch 30 Stück. Techbaum könnten wir theoretisch auch noch ein bisschen was machen. Gucken, gibt es hier was, was wir noch aus dem Rang 1 brauchen? Was gibt es denn bei Rang 3? Oh, jetzt wird es interessant. Was ist das hier? Ach du Scheiße, okay. Betonhochofen, elektrische Geräte. Oh, 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 da wird es dann nochmal richtig kompliziert. So.
Irgendwas an Klamottentechnisch wäre jetzt auch nicht so schlecht, ne? Die Textilbench. Das kostet alles nur Fasern. Das könnten wir eigentlich mal machen, ne? Was haben wir hier? Fasern und Leder. Und hier brauchen wir Fell und Seil. Das heißt, wir müssen unheimlich viele Tiere legen. Laterne, da ist sie ja. Jo, das ist auch wichtig. Eisenspitzhacke. Eisenmesser. Oh ja, die Armbrust. Eisenpfeil, okay, da kommen wir sicherlich noch hin. Trophäenbank, okay. Gut, dafür brauchen wir natürlich viel mehr Eisen. Ah, die Schläuche hier wären natürlich gut. Und die da. Okay, jetzt haben wir noch einen Punkt übrig. Gut, gut. So, hier ist durchgelaufen. Dann lass uns mal gleich 50 rausnehmen. Zack, zack. Stapel teilen. Den nehmen wir noch. So, zack, zack, zack. Dann brauchen wir... Für die Bench brauchen wir ja gar nicht so viel. Hier. Wir brauchen Holz und noch Stein. Holz, Stein. So, und dann machen wir uns mal hier die Werkbank. Bevor ich die jetzt mache, Zimmermann, Steinmetz arbeiten. Vielleicht brauchen wir auch die Zimmermannsbank. Oh, was? Wie viele Nägel brauchen wir da? 120? Ah, nee. Wenn man da schon Nägel braucht, dann muss das hier eine Werkbank sein. Wahrscheinlich hier, ne? Ja, schön. Wir gucken mal. So, Wetter ist wieder gut. Ja. So, gucken wir mal, ob wir die noch daneben... Nein, daneben gedonnert bekommen. So. Jo, hier gibt's Nägel. Nägel, 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 Nägel. Eisenbarren. Oh, da brauchen wir Unmengen an Eisenbarren. Das Geile wäre halt, ich würde natürlich gerne das Haus hier schon aus Stein machen. Und dann vielleicht noch eins rausziehen. Das wäre natürlich schon gut, ne? So, Nägel. 120 Eisennägel. Was kosten Nägel? Na, da steht Eisenbarren, aber da steht nicht, wie viel du rauskriegst. Okay. Schnappen wir uns hier gerade mal 6 Stück. Zehn kriegst du raus. Also brauchst du 12 Barren. 5 haben wir da gerade reingeballert. Hier sind noch 10. Also 7, ne? Dip, 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 dip. Hey, okay. Läuft hier. Lass uns mal hier nur einen noch machen. Einen. Hä? Ja, darfst du. So, 120 Schnägel. Die haben wir jetzt mal. Da brauchen wir noch Holz und Leder. Ach, ich bin so froh, dass ich ein bisschen Holzgold habe. Holz und Leder. Weil ich will erst ein sicheres Zuhause. Das fände ich echt irgendwie gut. Ich bin so ein bisschen gebrandmarkt, weil mir ist ja auch schon mal eine Putze abgefackelt.
Jo, komm, hier. Steinmetz. Zack. Oh, ich sehe gerade, wir sind bei 40 Minuten. Sorry, ich habe ja schon krass überzogen. Ich bin gerade so im Element. Es tut mir echt leid, aber wir stellen noch schnell die Bank und dann wechseln wir die Folge. Och, süß. Die ist ja niedlich. Passt die da noch irgendwie hin? Ja, ich würde die aber gern. Kann man die ein bisschen drehen? So. Da schauen wir das nächste Mal rein, wenn wir wieder die nächste Folge machen. Oder wenn wir in der nächsten Folge sind. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Ich schaue natürlich mal in die Werkbank schon mal rein. Und gucke, ob ich wieder meine Kiste ein bisschen vollgefahren bekomme. Und dann hole ich euch gleich in der nächsten Folge wieder ab. Bis gleich.